La Fleur du Mal, die Blume des Bösen. Es war Mittwochmorgen. Henrik hatte über Magenschmerzen geklagt. Und Daniela meldete ihn daraufhin in der Schule krank. Diesmal ohne vorwurfsvolle Blicke und Misstrauen in der Stimme. Seine Schauspielkunst hatte sich in letzter Zeit deutlich verbessert. Sobald sie ins Büro gefahren und ihr Sohn alleine geblieben war, verflüchtigte sich sein Leiden auf wundersame Weise. Er war heilfroh, nicht zur Schule gehen zu müssen. Die Schikanen seiner Mitschüler machten ihm mehr zu schaffen, als er jemals zugegeben hätte. Eine Niete nannten sie ihn, einen Stinker. Aber was konnte er schon dafür, dass er der Jüngste und Kleinste der Klasse war und auch derjenige mit den albernsten Klamotten und üblem Mundgeruch? Mit seinen 11 Jahren sah Henrik immer noch wie ein Drittklässler aus und war somit für die Opferrolle prädestiniert. Daniela hatte unzählige Male versucht, ihn zu beruhigen, indem sie immer wieder erzählte, sein Vater sei als Kind genauso schmächtig und klein gewesen wie er. »Keine Sorge, Liebling«, meinte sie. »Alles ändert sich, wenn du erst in die Pubertät kommst.« Dann wuschelte sie ihm durchs Haar oder tippte seine Nasenspitze an. Henrik lächelte verdrießlich und schwieg. »Danke für die scheiß Gene, Vati«, dachte er. Es gab Dinge, mit denen man sich als Kind abfinden musste. Das Erbgut zum einen und die Kleidung, in die man von den Eltern gesteckt wurde, zum anderen. Seine Mutter hatte einen Fimmel für Flohmärkte und Retrofummel. Einmal im Monat fuhr sie in die Stadt zum großen Sonntagströdel, der auf dem Gelände eines Möbelhauses stattfand, um ihrem scheußlichen Geschmack freien Lauf zu lassen. Sie kaufte fransige Lampenschirme aus Satin und Makramee-Handtaschen, alte Modezeitschriften und bunte Armbänder. Von manchen ihrer Trödelkreuzzüge brachte sie zu Henriks Leidwesen was Feines zum Anziehen mit, wie zum Beispiel jene rote Latzhose im 70er-Jahres-Stil. Mit Schlag, ein widerwärtiges gelbes Entlein, zierte die Brusttasche des Ungetüms. Es salutierte und zwinkerte einem schadenfroh zu. Henrik war damals 7 gewesen. Es dämmerte ihm mit wachsender Bestürzung, dass Daniela ihn dazu bringen würde, das Teil auch in die Schule anzuziehen, und er konnte sich die blöden Sprüche seiner Mitschüler, die er dafür mit Sicherheit ernten würde, nur zu gut ausmalen. Aber was konnte ein Kind gegen Entscheidungsgewalt eines Erwachsenen groß tun? Es wurde gegessen, was auf den Tisch kam, und angezogen, was gekauft wurde. Marschrichtung alternativlos. Aber was würde sie tun, wenn er des Nachts in ihr Schlafzimmer schleichen und sie mit dem verdammten Leinöl, das sie nahezu jedem Essen hinzufügte, übergießen und anzünden würde? »Was würdest du tun, Ma? Hä?«, dachte er. »Wie wäre es, Ma?« Henrik dackelte in die Küche, schmierte sich ein Butterbrot, aß, zog sich an und spazierte in den letzten April-Donnerstag des Jahres hinaus. Er nahm den Wanderweg, der in die Felder führte. Für gewöhnlich ließ es sich dort zu dieser Tageszeit ungestört herumlungen. Keine Jogger, Radfahrer oder Hundebesitzer mit ihren Lunas, Benjis oder Tellys. Heute sah die Lage jedoch anders aus. Eine Gruppe Senioren absolvierte gut gelaunt ihr morgendliches Nordic Walking, während 3 Frauen mit unaufregenden Kurzhaarschnitten und derbem Schuhwerk ihre Vierbeine ausführten. Sie warfen Henrik argwöhnische Blicke zu. »Müsstest du nicht in der Schule sein?«, fragte eine von ihnen, als er nah genug an sie herangetreten war. Henrik zog den Kopf ein. »Wir haben heute frei«, quiekte er. »Lehrerfortbildung.« Sie fragte nach irgendwas, aber Henrik hörte nicht länger zu. Er stapfte schnurstracks den Weg hinunter, bis dieser abbog und zu einem lange brachliegenden, mit hohem Gras zugewachsenen Wirtschaftsweg wurde. Er blickte sich gehetzt um. Niemand folgte. Ein Seufzer der Erleichterung entfuhr ihm. Doch er verlangsamte seinen Gang erst, nachdem er das alte, verrostete Warnschild erreicht hatte.
Kein Winterdienst. Betreten auf eigene Gefahr, lautete die Aufschrift. Rechts daneben fing eine rötliche, mit bemoosten Fugen Ziegelmauer an. Dahinter konnte man das ebenso rötliche Dach eines Bauernhauses sehen, das schon seit einigen Jahren leer stand. Die Familie, die dort einst gehaust hatte, war in die Großstadt gezogen und überließ den Verkauf des Besitzes einem Immobilienmakler, dessen Arbeit allem Anschein nach nicht zwingend von Erfolg gekrönt war. Henrik schlich entlang der Mauer, bis sie sich nach einer Weile in einer Kurve nach rechts schwang. Dann blieb er kurz stehen. Von überall her tönte Grillenzirpen. Hin und wieder sauste eine Biene durch die Luft. So dicht an seinem Ohr vorbei, dass ihr Summen sich wie eine Flugzeugturbine anhörte. Und dann nahm das Gehör des Jungen noch etwas anderes wahr. Durch die Schallwellen des Insektenorchesters bahnte sich ein leises, liebliches Lied den Weg in seinen Kopf. Gesungen wurde ohne Worte, nur mit Hilfe von hohen und niedrigen Tönen, die sich immer wieder abwechselten und im entfernten Sinne dem Klang eines Kinderchors in der Kirche ähnelten. Henrik folgte dem Gesang, bis er an die nördliche Außenseite des Hauses gelangte. Dort wich das Mauerwerk an einer schmalen Stelle einem Metallstabzaun. Die Hymne klang jetzt deutlicher. Henrik verspürte einen unüberwindbaren Drang, deren Quelle aufzuspüren. Er versuchte mehrmals, sich durch die Freiräume des Zauns hindurchzuquetschen, doch sie waren allesamt zu eng. Enttäuscht starrte der Junge auf den schattigen Platz hinter dem Haus. Die Anziehungskraft, die auf ihn von dort aus ausgeübt wurde, war so stark, dass ihm der Gedanke, ihren Ursprung nicht feststellen zu können, schlicht unerträglich schien. Erneut presste er seinen Körper seitlich zwischen zwei rostige Eisenstangen. Und siehe da, seine Mühe wurde belohnt. Wie von einer Zauberhand auseinandergetrieben, öffneten sich die Metallstäbe. Henrik schrie vor Überraschung auf und purzelte auf den kühlen, weichen Boden. Der Choral im Kopf des Jungen dröhnte nun in voller Lautstärke und er wusste, dass er bald fündig sein würde. Nur noch ein paar Schrittchen, dann bückte er sich und sah etwas aus der Erde ragen, das in seiner Form an eine Blume erinnerte. Das Gewächs ähnelte vage einer Narzisse. Seine geschlossene, purpurschwarze Blüte, die von 5 dunkelgrünen Kelchblättern umgeben war, wirkte wie eine sich um die Beute geklammerte Reptilklaue. Der Gesang tönte nun wieder seichter, war kaum mehr als ein Echo. Henrik kniete vor die Blume in freudiger Erregung. Vorsichtig streichelte er die Blütenblätter und stellte fest, dass deren Oberfläche hart und von Rillen durchfurcht war, wie Deckflügel eines Käfers. Zu seinem Erstaunen reagierte die Blume auf die Liebkosung. Sie öffnete sich langsam. Dabei entblößte sie ihr Inneres, das fleischig aussah und eine Reihe winziger Dornen aufwies. »Wow«, dachte Henrik, »das Ding sieht aus wie eine fleischfressende Pflanze.« Schon lange versuchte er, seine Mutter zu überreden, ihm eine Venusfliegenfalle zu kaufen, scheiterte aber jedes Mal, weil sie der Meinung war, so etwas Abartiges gehöre nicht in ein Kinderzimmer. Der Junge stand auf und stapfte zurück zum Zaun. Dort wucherte das Gras am üppigsten. Unzählige Marienkäfer ornamentierten Grashalme wie blutrote Tautropfen. Henrik schnappte sich ein paar und kehrte zurück zur Blume.
Du bist bestimmt hungrig, Schätzchen, flüsterte er. Ich passe schon auf dich auf. Hier ist dein Leckerli. Behutsam legte er die Marienkäfer einen nach dem anderen in das offene Maul der Blume. Sie schnappte zu, und im nächsten Augenblick wurde Henriks Geist von einer Wonne durchzogen, so als hätte ihm jemand eine Dosis kosmischen Glücks injiziert. Visionen zogen an seinem inneren Auge vorbei. Sie waren beruhigend, einlullend. Darin war er stark und schön, ein Superheld, der Herr seines Schicksals. Sie bedankt sich bei mir, dachte Henrik. Ich glaube, sie mag mich. Als er wieder in der Realität ankam, war es kurz nach Mittag. Die Sonne stand hoch und es wurde deutlich wärmer. Er musste dringend nach Hause, bevor Daniela einen ihrer Kontrollanrufe tätigte. Widerwillig nahm er Abschied von der Blume. Seiner Blume. Bald komme ich wieder, Schätzchen, versicherte Henrik, bevor er sich auf die gegenüberliegende Seite des Zauns quetschte. Am nächsten Tag hielt er die Unterrichtsstunden in der Schule kaum aus. Ständig rutschte er auf dem Stuhl hin und her und seine Handflächen waren schweißnass vor Ungeduld. Sein ganzes Wesen strebte danach, auf jenem kleinen Hinterhof an der Nordseite des verlassenen Bauernhauses zu sein. Als die letzte Unterrichtsstunde endlich vorbei war, eilte er so schnell er konnte zu seinem Schätzchen. In Gedanken versunken, bemerkte er nicht, dass Alex und Luca ihm auf den Fersen waren. Der erste Stoß traf Henrik in den Rücken und riss ihn aus seiner Tagträumerei. Er torkelte nach links. Aus dem Weg, Stinktier, sagte Alex und schubste Henrik erneut, diesmal kräftiger. Henrik prallte mit dem Gesicht gegen die Hauswand. Schau dir nur die Schuhe vom Opfer an, lachte Luca. Hat seine Mami die etwa in der Babyabteilung gekauft? Er zog mit aller Kraft an Henriks Rucksack. Du bist voll ekelhaft, du kleiner Hurensohn. Wir sollten dir echt die Fresse polieren. Alex zog die Nase hoch und rotzte einen dicken Schleimbatzen auf Henriks Sweater. Henriks Fassung, die er sich krampfhaft zu bewahren mühte, begann sich aufzulösen. Er versuchte wegzulaufen, aber Luca hielt ihn fest, eine Hand gegen die Brust gepresst, ein Knie zwischen den Beinen verankert. Völlig hilflos glotzte Henrik vor sich hin. Luca war um einen Kopf größer als er und um einiges stärker. Gegen ihn zu kämpfen, hätte Henrik im besten Fall eine blutige Nase eingebracht. Alex deutete mit dem Finger auf Henriks Schritt. Hey, guck, er hat einen Ständer. Henrik schaute an sich herunter und stellte fest, dass Alex' Worte stimmten. Ein brennendes Gefühl, als würde er am ganzen Körper erröten, überkam ihn. In seiner Verzweiflung wollte er um Hilfe schreien, brachte aber keinen Ton heraus. Ein Fenster im zweiten Obergeschoss ging auf. Lass den Kerl sofort in Ruhe, sonst rufe ich die Polizei, schrie eine hohe, entsetzt klingende Frauenstimme. Luca schleuderte Henrik noch einmal gegen die Wand, sodass seine Kiefer von der Wucht des Aufpralls hörbar zusammenklackten. Wir sehen uns wieder, Stinkmaul, versprach Alex, bevor er und sein Kumpel davonliefen. Henrik versuchte krampfhaft, die Kontrolle über seine Atmung zu erlangen. Geht's dir gut, Junge? Brauchst du irgendwas? Fragte die Frau von oben. Ich komm schon klar, japste er. Danke. Er trottete von dannen. Die Welt war unfair. Die Welt tat einem weh. Die Starken blieben immer stark und die Schwachen bekamen Prügel. Er begann zu schluchzen und kam sich völlig wertlos vor. Er ging nicht heim, um sich umzuziehen. Alles, was er wollte, war bei seiner Blume zu sein. Sie war lieb zu ihm
sie würde ihn verstehen. Einige Minuten später saß er schon auf dem bemoosten Boden unter der Nordwand des verlassenen Bauernhauses. »Hier bin ich, Liebling. Schau, was ich dir mitgebracht habe«, sagte er und holte ein Marmeladenglas aus dem Rucksack hervor. Letzten Abend, während seine Mutter konzentriert Tante Sabine am Telefon zugehört hatte, hatte Henrik sich in den Garten begeben. Früher, als er kleiner und sein Vater noch nicht abgehauen war, hatten sie öfter gemeinsam hinter dem Gartenhäuschen nach Regenwürmern gegraben, um sie am nächsten Tag als Angelköder zu verwenden. Sie hatten Löcher in die Deckel der Marmeladengläser gestochen und die dann mit Erde und Laub gefüllt. Henrik hatte alles wie damals getan und war fertig geworden, noch bevor Daniela den Telefonhörer aufgelegt hatte. Henrik zog einen Wurm aus dem Glas. »Ein richtiger Leckerbissen, nicht wahr?«, sprach er zur Blume, die ihre dunklen Fangblätter bereits geöffnet hatte. Sie fraß. Der Junge schaute ihr dabei zu. Der wundervolle Schwebezustand von gestern setzte sich wieder ein. Henrik gab sich Fantasien hin, die ihm so lebendig erschienen, dass er nicht länger in der Lage war, zwischen Trug und Realität zu unterscheiden. Er sah sich selbst in Gestalt eines heidnischen Gottes, der auf Rache sann, unerbittlich und grausam. Er folterte, köpfte und zerstückelte seine Feinde. Ihre Schreie ließen ihn gleichgültig. Ihre Qualen bereiteten ihm Freude. Die Macht, die er über ihre jämmerlichen Leben besaß, war grenzenlos. Er war der blinde Henker, der Vollstrecker. Gesichtszüge einiger seiner Opfer erkannte er mühelos. Sie gehörten denjenigen, die im realen Leben seine Peiniger waren. Als die Vision abklang, verschwand mit ihr auch jenes Machtgefühl und alles wurde wie zuvor. Man konnte der schrecklichen Welt nicht entrinnen. In den darauffolgenden Wochen kam der Junge täglich in seinen geheimen Garten. Er brachte Futter mit, die Blume zeigte sich erkenntlich und wuchs. Bis Mitte Mai legte sie ganze 50 Zentimeter in die Höhe zu. Ihre Blüte erreichte bereits den Umfang einer Kaffeeuntertasse und berührte Henriks Hüfte. »Würmer und Insekten reichen bald nicht mehr aus, um ein Schätzchen satt zu halten«, dachte Henrik immer wieder, während er mit einem leeren Blick an seinem Schultisch saß. »Aber ich werde mir etwas einfallen lassen. Ja, das werde ich.« Eines Tages erinnerte er sich daran, dass seine Mutter im vergangenen Sommer lebend Fallen für Mäuse im Garten aufgestellt hatte. Die Dinger hatten nicht viel genutzt, denn die Nager schier unzählig zu sein schienen. Früher oder später musste Daniela sich geschlagen geben und die Fallen wegschaffen. Aber wenn Henrik Glück hatte, lagen sie immer noch in der großen Plastiktruhe im Holzschuppen. Nach einem kurzen Herumkramen fand Henrik zwei leicht eingerostete Drahtkästen, die vollkommen funktionstüchtig aussahen. Als Köder benutzte er die vom Sonntagsfrühstück übrig gebliebenen Brot- und Käsereste. In der Abenddämmerung stellte er eine der beiden Fallen am Holzschuppen auf, die andere ließ er auf der Terrasse stehen. Daniela beobachtete das Treiben ihres Sohns am Wohnzimmerfenster. Ihr Herz zog sich unruhig zusammen, als sie seine Gestalt so einsam und beschäftigt hin und her wandern sah. Sie nahm an sich, stets um das Beste für ihn zu bemühen. Es vertrieb jedoch nicht die Schuldgefühle, die nachts über ihrem Bett schwirrten. »Schatz, ich glaube, wir sollten miteinander reden«, sagte sie, als Henrik wieder hereinkam. Er beschenkte sie mit einem misstrauischen Blick. »Sollen wir das, Mama?« Die Distanz in seinen Augen ließ sie erschaudern. Warum fiel ihr das erst jetzt auf? Wie konnte sie die ganze Zeit übersehen?
Ich weiß, dass wir in keiner einfachen Situation stecken, fuhr sie fort. Seit dein Vater uns sitzen ließ, muss ich, gewollt oder nicht, für zwei arbeiten, damit wir das Haus nicht verlieren. Jeden Abend komme ich hundemüde nach Hause und es kotzt mich wirklich an, dass ich dir nicht genug Zuwendung schenken kann. Henrik wurde plötzlich flau im Magen und er mühte sich, einen hässlichen Schluchzer, der in seinem Hals wie ein harter Klumpen steckte, zu unterdrücken. Können wir das Haus nicht einfach aufgeben und in eine preiswerte Wohnung ziehen? Mir würde es nichts ausmachen, sagte er schließlich. Daniela schaute zu Boden. Du willst das hier aufgeben? Die frische Luft, den Garten? Worauf willst du eigentlich hinaus, Mama? Diesmal war Danielas Magen an der Reihe, sich umzudrehen. Wann hat er nur gelernt, so erwachsen zu klingen? Sie schluckte leise. Deine Klassenlehrerin hat angerufen. Ach ja? Frau Lutz meint, du würdest kaum noch am Unterricht teilnehmen und ständig in Gedanken schwelgen. Deine Noten müssen sich verschlechtert haben. Hausaufgaben fehlen andauernd. Ein Achselzucken. Und das Wichtigste ist, dass du noch immer keine einzige Freundschaft in der Schule geschlossen hast. Die sind eh alle scheiße. Daniela musste erneut schlucken, brachte dennoch ein versöhnliches Lächeln zustande und sagte, Schatz, ich hab mir etwas Tolles überlegt. Du weißt, dass ich erst im September Urlaub kriege. Die Vorstellung, dass du während der Sommerferien die ganze Zeit einsam zu Hause abhängst, tut mir im Herzen weh. Daher habe ich für dich zwei Beginnerwochen in einem Ferienlager im Süden gebucht. Dort... Sie brachte den Satz nicht zu Ende, weil Henrik wie gestochen aufsprang. Was? Brüllte er. Ferienlager? Keine Chance! Bei der bloßen Vorstellung, seine Blume auch nur einen Tag nicht sehen zu können, drohte der Kopf des Jungen zu platzen. Ich fahre nirgendwo hin, hast du kapiert? Schatz, es ist zu deinem Besten. Danielas Worte klangen hilflos und erschrocken. Vielleicht findest du dort ein paar Freunde. Ich brauche keine Freunde. Und du kannst mir auch gestohlen bleiben. Wütend lief Henrik nach oben in sein Zimmer und warf die Tür hinter sich mit aller Wucht zu. Was soll ich jetzt nur tun? Dachte Daniela. Das Wohnzimmer schien sie trotz des großzügigen Schnitts zu erdrücken. Was wird aus ihm? Mutter und Sohn verbrachten die Nacht kummervoll. Erst in den frühen Morgenstunden gelang es Daniela, endlich einzuschlafen. Henrik blieb dagegen bis zum Tagesanbruch wach. Mit den ersten Sonnenstrahlen schlich er nach draußen, um die Fallen zu inspizieren. Zu seiner Freude enthielt eine von den beiden einen Gast. Eine Feldmaus saß innen drin und labte sich unbekümmert an den letzten verbliebenen Käsekrümeln. Der Junge rannte in die Küche, holte dort einen Müllbeutel, steckte die Falle samt Inhalt hinein und zog das Zugband fest. Auf Zehenspitzen huschte er dann wieder in sein Zimmer, wo er den Käfig auf den Boden seines Kleiderschranks legte. Danach stach er ein Belüftungsloch in die Tüte und ging ins Bad, um sich schulfertig zu machen. Als Henrik die Klospülung betätigt hatte, wurde auch Daniela wach. Etwa eine halbe Stunde später saßen die beiden wortlos am Frühstückstisch. Mutter brach das Schweigen als Erste. Warum hast du diese Fallen aufgestellt? Sohn quittierte die Frage, ohne den Blick von der Schüssel mit Cornflakes abzuwenden. Weil ich wissen will, was sich alles im Garten herumtreibt. Vielleicht finde ich dort einen Freund. Henrik, bist du in Schwierigkeiten? Lass mich einfach in Frieden und tu nicht so interessiert. Der Sohn verließ die Küche. Als Henrik am Nachmittag die Plastiktüte von der Mausefalle entfernte, hockte die arme Kreatur nur noch apathisch in der Ecke. Vorsichtig griff er nach ihr mit der Hand. Der Körper der Maus fühlte sich weich, warm und schutzlos an.
Früher hätte Henrik sie mit Sicherheit als Haustier behalten wollen, jetzt allerdings nicht mehr. Er hatte doch seine Blume. Er setzte die Maus in eine blaue Plastikschachtel und verschloss den Deckel. Das Tier leistete währenddessen keinerlei Widerstand. Kurz danach schob Henrik seine Glieder zwischen die Stäbe des Metallzauns. Er näherte sich der Blume, um ihren kräftigen Stängel zu berühren, glitt daran mit den Fingern hoch und runter. Es lag etwas Erregendes in dieser Bewegung, etwas Verbotenes. Die Pflanze verströmte einen aasigen Duft, nicht unähnlich dem, der morgens in Henriks Mund hauste. Dies tat der Bewunderung des Jungen jedoch keinen Abbruch. Die Blume war mit Abstand das Schönste, was er in seinem Leben je vor die Augen bekam. »Sieh, mein Liebling, was ich für dich hab«, sprach er. Als er die Maus aus der Schachtel nahm, verflog ihre Passivität auf einmal restlos. Aus Leibeskräften wehrte sie sich gegen ihr Schicksal. Sie zappelte und quiekte und bohrte ihre Zähne in Henriks Zeigefinger, was ihn fast dazu brachte, die Hand aufzumachen. Die Blume öffnete inzwischen bereitwillig ihren Schlund und offenbarte wesentlich gewachsene Stachelzähne. Henrik warf die Maus in das Maul der Pflanze. Die insektenpanzerähnlichen Blätter umschlossen ihren weichen Körper und ließen ihn für immer verschwinden. Dann brachen erneut die Visionen über Henrik herein, eine grausamer als die andere. Er sah seine Mutter entblößt an die Wand gekettet. Sie befand sich in seinem Folterkerker, den er, Meister des Leidens, speziell für sie errichtet hatte. Mit einer glühenden Eisenstange in der Hand kam er auf sie zu. Niemand würde die Schreie hören, die sie loslässt, wenn das Eisen ihre Haut berührt. Er wollte die Schlampe leiden sehen, so lange, bis es vorbei war. Es wurde Juni. Nur noch 2 Wochen bis zu den Sommerferien. Die Idee mit dem Ferienlager war zu diesem Zeitpunkt endgültig vom Tisch und das Verhältnis zwischen Mutter und Kind verschlimmerte sich im Eiltempo. Das zwischen Kind und Pflanze gedieh dagegen prächtig. In die Fallen im Garten tappten nicht nur Mäuse, sondern auch Ratten und Eichhörnchen. Henrik jubelte. Je größer die Beute, desto schneller wuchs das Blümchen. Irgendwann, wenn es groß genug war, würde er einen Weg finden, um Alex und Luca zum verlassenen Bauernhof zu locken. Und dann würden sie sein Schätzchen kennenlernen. Seine Mutter wollte er früher oder später auch mit dorthin nehmen. Sie würde schon sehen, was ihr Sohn für eine tolle Freundin hatte. Während der ersten 2 Juliwochen mussten sich die streunenden Katzen vom katholischen Ortsfriedhof vor Henrik schwer in Acht nehmen. Es waren 17. Noch vor 2 Jahren hatte man nur 6 gezählt. Doch weil die Anwohner so viel Mitleid mit den Tieren hatten und täglich Katzenfutter auf einem abgelegenen Friedhofsweg stehen ließen, vermehrten sich die Katzen rasant. Mit der Zeit wurde sogar eine Website mit einem Spendenkonto eingerichtet, die vom Pfarrer der örtlichen katholischen Kirche persönlich verwaltet wurde. Vom gespendeten Geld bekamen die Friedhofskatzen ein schickes Maisonettenhäuschen. Und der Pfarrer konnte sich endlich eine lang ersehnte Reise nach Portugal leisten. Im schummrigen Licht eines schwülen Juliabends stand vor dem Katzenhäuschen ein magerer Junge. Er stellte einen Fressnapf mit Katzenfutter auf die Erde und tat dann ein paar Schritte zur Seite. An den Händen trug er gefütterte Wildlederhandschuhe seiner Mutter. Hinter ihm stand eine ausrangierte Kühlbox, deren Inneres vom Schimmelpilz befallen war. Nach einigem Warten
traute sich die erste Katze aus dem Häuschen. Vorsichtig schnupperte sie am Inhalt des Fressnapfs und drehte überheblich ihren Kopf weg. Die Friedhofskatzen waren schließlich Tiere mit Niveau und nur das Beste gewohnt. Ein Discounterfutter konnte ihren edlen Ansprüchen nicht im geringsten standhalten. »Blödes Stück Scheiße«, schimpfte der Junge leise. Dann griff er in seine Hosentasche und holte eine angebrochene Packung Dürrfleisch hervor. Er ging in die Hocke und steckte seine behandschuhte rechte Hand mit der Lockspeise zwischen den Fingern aus. »Mietz, Mietz, Mietz! Kätzchen, komm schnell her, du dreckiges Viech!« rief er mit klebriger Stimme. Eine rot-weiß getigerte Katze maß den Jungen mit argwöhnischen Blicken, konnte der Versuchung, das herrlich duftende Ding in seiner Hand zu kosten, jedoch nicht widerstehen. Sie näherte sich langsam und wirkte dabei herausfordernd und bettelnd zugleich. Sobald ihre Nase das Fleisch berührte, versuchte sie, es dem Jungen aus den Fingern zu reißen. Das Unterfangen schlug aber fehl, und der Katze blieb nichts anderes übrig, als dem Fremdling aus der Hand zu fressen. Ein weiteres Stück Fleisch folgte dem ersten. Eine weitere Katze kam aus dem Häuschen und gesellte sich zu ihrer Vorgängerin. Bald blieb in der Packung nur noch ein einziger Fleischstreifen übrig. In der Zeit gelang es dem Jungen, der ersten Katze mehrmals übers Fell zu streichen. Das Tier fühlte sich allem Anschein nach etwas sicherer. So unauffällig wie möglich zog der Junge die Kühlbox an sich heran und öffnete den Deckel. Das letzte Stück Fleisch kam zum Vorschein. Als die erste Katze ihre Konkurrentin verdrängt hatte und sich darauf stürzte, packte der Junge sie am Genick. Sein Griff war fest. Die Katze hing gleich darauf wehrlos in der Luft und miaute verängstigt. Während Henrik sich abmühte, den Fang in die Box zu stecken, verrenkte das Tier seinen Körper auf unnatürliche Art und Weise in einem verzweifelten Versuch, sein Leben zu retten. Trotz Handschuhe spürte der Junge Katzenkrallen deutlich genug. Er hatte Schmerzen, aber es tat seiner Entschlossenheit keinen Abbruch. Er hatte eine Aufgabe zu erledigen. Und das Vieh täte gut daran zu gehorchen. Letztendlich presste er die Katze mit einer Hand an den Boden der Kühlbox fest, machte mit der anderen den Deckel zu und sah sich um. Es war niemand da. Keiner hatte ihn gesehen. Mit einer Rolle Klebeband sicherte er das Gefängnis und eilte mit seiner Beute davon. Das Rütteln und Stoßen im Inneren der Kühlbox störte ihn nicht. Jetzt übernahm er die Kontrolle. Er bestimmte über Leben und Tod. Henrik hatte vorsichtshalber Ventilationslöcher in die Kühlbox gestochen, bevor er sie und die Handschuhe im Holzschuppen versteckte. Schließlich sollte die Katze lebendig verfüttert werden. Als er das Haus betreten hatte, saß Daniela im Wohnzimmer vor dem Fernseher. »Wo warst du so lange?«, fragte sie. »Zieh bitte die Schuhe im Flur aus!« Henrik tat wie geheißen. »Ich war spazieren. Frische Luft schnappen. Mir gefällt nicht, dass du ständig alleine unterwegs bist. Pech gehabt!« Daniela drückte den Mute-Knopf und stand auf. »Tante Sabine hat ihr Baby bekommen«, sagte sie. »Am 10. August möchte sie uns für ein paar Tage besuchen kommen. Deine Cousine Merle kommt auch mit. Ihr werdet das Kinderzimmer teilen müssen. Ich hoffe sehr, dass es dir gut tut, in ihrer Gesellschaft zu sein.« Sie fasste ihren Sohn am Kinn und schaute ihm lange in die Augen. »Du magst doch Merle, oder?« In der Tat mochte Henrik seine Cousine gern. Ja, zu gern. Sie war 2 Jahre älter als er und von einer vollkommenen Schönheit. Er wünschte sich stets, sie würde irgendwo in der Nähe wohnen, sodass sie öfter zusammen spielen könnten. Aber jetzt, wo sie ein echtes Geschwisterchen bekam,
würde sie ihn wahrscheinlich nicht mehr beachten. Henrik stieß die Hand seiner Mutter weg. »Soll die doch in deinem Zimmer schlafen«, sagte er. »Warum zwingst du mir immer etwas auf? Es wird gemacht, was ich sage«, antwortete Daniela. »Und jetzt geh nach oben, Henrik.« Ihre Augen glänzten feucht. »Geh und lass dich den Rest des Abends nicht mehr blicken.« Es fing an zu regnen. In dieser Nacht wütete draußen das erste Gewitter des Jahres. Das laute Prasseln des Regens und Donnergrollen schienen alle anderen Geräusche gefressen zu haben. Auch die schrecklichen Töne, die aus dem Holzschuppen drangen. Irgendwann flauten sie aber doch noch ab. Im Morgengrauen verzog sich das Unwetter weiter nach Osten und der neue Wind brachte den Geruch frischer Gülle von den Feldern. Henrik nutzte den tiefen Schlaf, den Daniela zu dieser Stunde noch genoss, zu seinen Gunsten aus. Er lief zu seinem Versteck, schnappte die Kühlbox und schlenderte bereits kurz darauf den verlassenen Landwirtschaftsweg entlang. Die Katze machte währenddessen keinerlei Anstalten, sich zu regen oder ein anderes Lebenszeichen von sich zu geben. Besorgt stellte Henrik das mobile Gefängnis ins nasse Gras. Von einem Haselnussbaum riss er einen dünnen, langen Zweig ab und führte ihn in eins der Luftlöcher ein. Damit stocherte er eine Weile auf der Katze herum. Das Tier reagierte nicht. »Das Drecksstück ist krepiert«, schoss es dem Jungen plötzlich durch den Kopf. »Das verdammte Mistvieh ist hinüber!« Panisch fing er an, das Klebeband Umdrehung für Umdrehung abzuwickeln. Die Schichten erschienen ihm endlos. Schließlich öffnete er den Deckel. Die Katze lag regungslos, mit halb geschlossenen Augen, auf dem mit Schimmel und Kot versifften Boden der Kühlbox. Ihr Bauch hob und senkte sich dabei, kaum merklich, aber regelmäßig. »Du darfst jetzt noch nicht sterben, hörst du?« redete Henrik auf sie ein. »Gleich, ja gleich, kannst du es. In ein paar Minuten. Also halte gefälligst durch.« Er packte das Tier am Nacken und schleppte es auf diese Weise zum nördlichen Hinterhof. Die Blume wartete schon auf ihn. Sobald der Junge am Zaun auftauchte, öffnete sie wie auf Kommando ihre purpurschwarzen Blütenblätter. Mittlerweile war sie genauso groß wie Henrik selbst und stank bestialisch. Sobald die Katze den Gestank witterte, fing sie an, mit letzter Kraft zu fauchen und zu zittern. Dünnflüssiger Katzenstuhl ergoss sich dabei auf Henriks Mokassins. Wie hypnotisiert starrte der Junge in den Schlund der Pflanze, der inzwischen breit genug war, um die Opfergabe, die ihr gebracht wurde, gänzlich aufzunehmen. Als die Hinterpfoten der Katze mit der Blume in Berührung kamen, erstarrte das Tier. Henrik nahm nur ein schwaches, aber schnelles Herzklopfen wahr, das sich wie das dumpfe Pochen eines Techno-Beats anfühlte. Er schob das Tier in das stachelige Innere der Blume, die Augen blicklich, ihre Blütenblätter drum verschloss. Es dauerte eine kurze Weile, bis der Blumenstiel, dessen Umfang mittlerweile dem von Henriks Oberschenkel gleichkam, sich plötzlich aufblähte und vage Umrisse der Katze in seiner Mitte aufwies. Der Junge musste an eine TV-Sendung über Riesenschlangen denken, die er vor einiger Zeit gesehen hatte. Darin zeigte man, wie eine Anaconda ein ausgewachsenes Wasserschwein im Ganzen verschlang. Der Durchmesser ihres Körpers dehnte sich dabei um das Fünffache aus. Den Vergleich fand Henrik urkomisch. Ein irres Gelächter durchzuckte seine Glieder, und dann überkam ihn die Wonne. Nach und nach war aus dem Jungen ein geschickter Jäger geworden. In der Zeit zwischen der letzten Juli- und ersten August-Dekade war es ihm gelungen, zwei weitere Katzen zu fangen.
Beide Male war es ein leichtes Spiel, denn die Biester schier wild auf Dürrfleisch zu sein schienen. Der Erfolg beflügelte ihn zwar, ließ seine Wachsamkeit dennoch nicht verebben. Er begriff nur zu gut, dass es nicht ewig so weitergehen konnte, ohne dass eines Tages ein neugieriger Anwohner auf sein Treiben aufmerksam geworden wäre. Deshalb beschloss er, sich mit dem zu begnügen, was in die Mausefallen tappte. Und wenn die leer blieben, konnte er jederzeit ein paar Frösche aus dem Naturteich in der Nähe des Friedhofes fischen. Die zahlreichen Jagdzüge, die Henrik während des Sommers unternommen hatte, zeigten allmählich positive Wirkung auf sein Äußeres. Er hatte Muskeln aufgebaut und sein normalerweise teigiger Teint war einer gesunden, goldschimmernden Sonnenbräune gewichen. Alles in allem sah er gut aus. Nur die dunklen, emotionslosen Augen, aus denen er die Welt betrachtete, verrieten, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war. Daniela fragte ihn oft, wo er andauernd herumhänge und was zum Henker er mit den ganzen gefangenen Tieren anstelle. »Geht dich nichts an, Ma«, sagte er oder ignorierte ihre Frage ganz. Nicht nur einmal stand sie kurz davor, die Fallen einfach zu entsorgen. Die Dinge ängstigten sie. Ihr eigener Sohn ängstigte sie. Doch die Befürchtung, dass diese Aktion auch den letzten hauchdünnen Faden zwischen ihnen reißen könnte, ließ sie untätig. Manchmal, tief in ihrem Inneren, glaubte sie zu ahnen, was Henrik mit dem Fang in Wirklichkeit machte, fegte diese Mutmaßungen jedoch prompt aus dem Kopf. Nein, ihr Henrik täte nie einem Lebewesen etwas zuleide. Dafür war er viel zu lieb. Und so ging das Leben jeden Tag ein Schrittchen weiter. Am 10. August, noch bevor Bauer Eisleb zur üblichen Stunde in seinem Traktor über die Landstraße sauste, hatte Henrik aus seinem Zimmer gehört, wie ein Auto in ihre Einfahrt einbog. Er schaute aus dem Fenster und erkannte Tante Sabines Audi. Sie stieg als Erste aus, öffnete die rechte hintere Tür und schnallte eine Babyschale von der Rückbank ab. Und dann sah er Merle. Im vergangenen Sommer, als Henrik und seine Mutter Tante Sabine in Hamburg besucht hatten, hatte auch das letzte Treffen von ihm und Merle stattgefunden. Damals zelteten sie auf Merles Balkon und aßen flambierte Marshmallows, so als befänden sie sich am Lagerfeuer im Wald. Henrik hatte das einen Wahnsinnsspaß bereitet. Es war das erste, und wenn er sich nicht irrte, auch das letzte Mal, seit der Trennung seiner Eltern, dass er etwas unbeschwert genießen konnte. Und selbst jetzt, trotz der innigen Beziehung mit der Blume, die gegenwärtig alles andere in seinem Leben in den Schatten stellte, freute er sich darauf, mit seiner Cousine wieder spielen zu können, in der Hoffnung, jene Leichtigkeit noch einmal zu verspüren. Seine Freude verflog aber ruckartig, in dem Moment, als Merle aus dem Auto stieg. Sie wirkte verändert, geschminkt und mit einem Smartphone in der Hand. Ihre Haare trug sie nicht mehr wie früher zu einem seitlichen Pferdeschwanz gebunden, sondern stufig geschnitten und mit blassrosa Strähnchen darin. Ihre Körperhaltung, ihre Kleidung sprachen eine deutliche Sprache. Sie war kein Kind mehr. Diese Feststellung füllte Henriks Magen mit Blei. Daniela machte die Tür auf. Es wurde gegrüßt und umarmt und gewitzelt. »Wo ist denn mein Neffe?« hörte Henrik Tante Sabine rufen. »Komm schon, zeig dich!« Er ging die Treppe hinunter und ließ sich in den Arm nehmen und abknutschen. Dann trafen sich seine Augen mit denen von Merle. »Hallo, Henrik«, sagte sie. »Du bist aber gewachsen.« »Du auch«, entgegnete er geknickt. »Möchtest du meine Zuchtkristalle sehen?« »Moment«, unterbrach Daniela. »Zuallererst solltest du vielleicht ein neugeborenes Cousinchen kennenlernen.« Dabei warf sie ihrer Schwester einen hilflosen, »Na, siehst du, was ich meine?« Blick zu. Henrik beugte sich über die auf dem Boden stehende Babyschale, nahm eine winzige Babyhand in seine und schüttelte sie kurz.
Hallo, Cousinchen. Freut mich, dich kennenzulernen, sagte er mit quietschender Stimme. Dann wandte er sein Gesicht zu Merle empor. Also, können wir jetzt? Es stellte sich heraus, dass Henrik mit seiner Vermutung recht gehabt hatte. Merle mied ihn. Sein Verhalten kam ihr unheimlich vor. Sie war zwar bemüht, ihre Abneigung ihm gegenüber nicht zu zeigen, dies gelang ihr aber nicht ganz. Irgendwas war hier faul. Das spürte sie einfach. Irgendwas an der nervösen Art, die ihr Cousin an den Tag legte, machte ihr Angst. Seine gehetzten Blicke, die ununterbrochen hin und her glitten und immer wieder auf ihren knospenden Brüsten haften blieben, sein heiseres Lachen, das sie an Hundebellen erinnerte. Keine halbe Stunde hatte Merle in Henriks Beisein ausgehalten, ehe sie beschloss, lieber zu ihrer Mutter und Tante nach unten zu gehen. Als sie alle zusammen am Mittagstisch saßen, fragte sie Daniela, ob sie vielleicht in ihrem Zimmer schlafen könne. »Ist irgendwas?« erkundigte Daniela sich und schaute dabei ihren Sohn forschend an. Merle schüttelte den Kopf. »Alles in Ordnung. Es ist nur so, ich möchte mich nicht vor einem Jungen umziehen. Auch dann nicht, wenn der Junge mein Cousin ist.« Daniela klatschte sich mit der offenen Hand vor die Stirn. »Mensch, Liebes, ich hab ja ganz vergessen, dass du schon eine Dame geworden bist. Natürlich kannst du bei mir schlafen.« Die Enttäuschung stand Henrik im Gesicht geschrieben. Keine Menschenseele auf der ganzen Welt hatte ihn lieb, als wäre er ein Aussätziger, ein Paria. »Du hast noch nicht mal Brüste«, zischte er und verließ das Esszimmer. Eine Weile später konnte Henrik ihre Stimmen auf der Terrasse hören. Sie sprachen nicht so laut wie sonst und, das war das Überraschende, sie lachten dabei gar nicht wie sonst. Der Junge fand es beunruhigend. »Sie zerreißen sich die Mäuler über mich«, dachte er. »Verschwören sich, schmieden einen Plan gegen mich.« Auf leisen Sohlen glitt er die Treppe hinunter und schlich zur Terrassentür, die einen Spalt offen stand. »Vielleicht solltest du ihn einem Psychologen zeigen«, sagte Sabine zu ihrer Schwester. »Alle Anzeichen sprechen dafür, dass Henrik im Moment nicht alle Tassen im Schrank hat. Entschuldige den Ausdruck.« Daniela schniefte leise. »Ich habe solche Angst um ihn. Wenn ich darüber nachdenke, dass mein Sohn sich selbst oder jemand anderem etwas Schlimmes antun oder gar zu einem Amokläufer werden könnte, dann...« Sie weinte. »Ach komm schon, so drastisch wird's wohl nicht ausfallen. Die ganze Sache ist wahrscheinlich auf dem Mist gewachsen, den dein Ex euch eingebracht hat. Plus die Pubertät. Dein Wort in Gottes Ohr.« Plötzlich fiel Henrik auf, dass am entgegengesetzten Ende des Wohnzimmers, dort, wo sich der Aktenschrank seiner Mutter befand, der Kinderwagen stand. Als die Kleine eingeschlafen war, hatte Sabine ihn dort abgestellt, weil es draußen viel zu heiß war. Henrik legte sich auf den Boden, um bloß nicht gesehen zu werden, und kroch auf allen Vieren durch das Wohnzimmer. Sobald er am Kinderwagen angelangt war, richtete er sich wieder auf und schaute in den Korb. Das Baby schlummerte und sah in seinem pinken Body einfach anbetungswürdig aus. Es bekam garantiert alle Liebe der Welt, wogegen er, Henrik, zur Einsamkeit verdammt schien. Nur die Blume war gut zu ihm, war sein einziger Freund. Er malte sich aus, wie es wäre, wenn er das Baby in einer Sporttasche zum verlassenen Bauernhof transportieren und es anschließend an die Blume verfüttern würde. Wie groß würde sie wohl dadurch werden? Und wie großzügig würde ihre Dankbarkeit nach solch einer Mahlzeit ausfallen? Henrik hob seine Cousine vorsichtig hoch, ohne sie zu wecken, und fing an, sie langsam in den Armen zu wiegen. Auf leisen Sohlen überquerte er das Wohnzimmer erneut, diesmal in der Absicht, die alte Kommode, die einst seiner Oma gehört hatte, zu erreichen.
Dort, in der untersten Schublade, lag Danielas abgetragene Ledertasche, die geräumig genug war, um ein Baby darin zu tragen. Henrik zog die Tasche möglichst lautlos daraus und legte sie auf den Boden. Dann ging er in die Hocke und verlor dabei beinahe das Gleichgewicht. Daniela und Sabine zogen draußen weiterhin munter über ihn her. »Labert ruhig, ihr dreckigen Fotzen«, dachte er. »Und je länger, desto besser.« Es bereitete ihm etwas Mühe, den Reißverschluss mit nur einer Hand zu öffnen. Aber nach einigem Hin- und Herziehen hatte er schließlich Erfolg. Das Baby passte perfekt in die Tasche. Wenn Henrik jetzt hinreichend schnell war, konnte er es durchaus schaffen, unbemerkt zum Bahnhof zu gelangen, solange das kleine Fleischklößchen noch ratzte. Er zog den Reißverschluss zu und wollte schon aufbrechen, als er Merle, die gerade aus dem Bad gekommen war, in der Türschwelle stehen sah. Ihr Gesichtsausdruck bestand zu einem Drittel aus Verwunderung und zu zwei Dritteln aus Abscheu. »Was zur Hölle tust du da?« fragte sie ihren Cousin. Die Worte klangen dumpf und irgendwie ungläubig. In Henriks Ohren schallten sie aber in einer monströsen Lautstärke. Er hatte das Gefühl, dieser Klang würde seinen Kopf von innen zum Zerreißen bringen. Er sprang auf und stürmte an Merle vorbei aus dem Zimmer zur Haustür, in die Einfahrt hinaus und immer weiter, ohne sich nur einmal umzudrehen. Er flüchtete, als wäre ihm ein Wolfsrudel auf der Spur. Nur eines wünschte er sich: bei seiner Blume zu sein. Nie wieder von ihr wegzugehen. Die Blume wartete. In ihrer aktuellen Wachstumsphase überragte sie Henrik um einen ganzen Kopf. Als er den Reißverschluss der Tragetasche öffnete, strahlten ihm zwei weit aufgerissene blaue Murmeln entgegen. Eine rosige, pummelige Hand versuchte nach seiner Nase zu grapschen und ein zufriedenes Glucksen streifte sein Gehör. Für einen flüchtigen Augenblick glaubte er, so etwas wie Sympathie in sich aufsteigen zu spüren. Ein seltsames Gefühl, das auf einem simplen Instinkt basierte, den die Natur in jedes menschliche Wesen fürsorglich eingebaut hatte. Er hielt inne und strich schließlich mit dem Handrücken über die makellose Babystirn. Er rief sich Bilder aus dem alten Fotoalbum seiner Mutter in Erinnerung, jene, auf denen er, nur mit einer Windelhose bekleidet, auf einer farbenfrohen Flickendecke lag, Arme und Beine sorglos in die Luft gestreckt. Abwechselnd neben ihm lümmelte entweder Daniela oder sein Vater. Ihre Gesichter waren erhellt und sie neigten ihre Köpfe zu ihm und betrachteten ihn mit einer solchen Zärtlichkeit, als wäre er der kostbarste Schatz des Universums. Und jetzt? Wo war ihre Bewunderung jetzt? Niemand interessierte sich für ihn. Niemand war für ihn da. Er blickte zur Blume, die sich mit offenem Schlund gierig zu ihm gebeugt hatte. »Nur du bist gut zu mir«, sagte er. »Du bist alles, was ich habe.« Mit diesen Worten nahm er das Baby aus der Tasche. Im Gegensatz zu Katzen und Mäusen leistete das kleine Fleischbündel keinerlei Widerstand. Es schaute ihn nur zuversichtlich an und zabberte. »Vollkommen lebensunfähig«, dachte Henrik, und sämtliches Mitleid in ihm erstarb. Ohne jegliches Zögern hob er das Baby in die Luft und packte es in das klaffende Maul der Blume. »Guten Appetit, meine Liebe«, flüsterte er, während das nun aus voller Kehle brüllende Baby allmählich hinuntergewürgt wurde. Als letztes sah er, wie der Kopf seiner Cousine zuerst wie ein nachgiebiger Klumpen Knete eingedrückt wurde.
und dann mit einem saftigen Ploppen zerplatzte. Eine wirre Abfolge von Visionen durchströmte ihn, so dass er völlig überwältigt taumelte und sich am Stiel der Blume festhalten musste, um das Gleichgewicht zu behalten. Gesichter flackerten vor seinem geistigen Auge auf. Tod, blutverschmiert und verzerrt. Manche erkannte er, die anderen waren rein fiktiv. Aus ihren grotesk schmatzenden Mündern drangen Rufe, die nach und nach zu einem verstörenden Stimmengewirr verschmolzen. Er verstand kein Wort, aber er wusste, dass sie ihn anklagten, ihn verspotteten. Doch er würde sie zum Schweigen bringen, egal wie. Er stellte sich aufrecht und tätschelte die rauen Blütenblätter, von denen jedes einzelne viermal so groß war wie seine Handfläche. »Ich hasse sie alle bis auf den Tod. Nur du bist wichtig«, wisperte er. Seine Finger, die auf der nun wieder geschlossenen Blüte ruhten, fühlten sich angenehm kühl an. Henrik schloss die Augen und atmete tief ein. Er würde nicht heimkehren. Nein, er würde sich irgendwo ein Versteck suchen, wo ihn niemand fand. Er würde Alex und Luca auflauern und sie hierher locken. Sie würden die Nächsten sein. Das stand fest. Plötzlich durchdrang ein rasender Schmerz seinen ganzen Körper. Er riss die Augen auf und sah, dass sein Arm bis zur Schulter im Maul der Blume steckte. Im nächsten Augenblick versagten seine Beine und er fiel zu Boden, ohne den Arm. Eine Blutfontäne schoss aus der klaffenden Wunde und färbte seinen Oberkörper in Sekundenschnelle rot. »Warum hast du das getan?« schrie er in Gedanken. »Ich lieb dich doch so.« Und dann verschwand der Schmerz, ebenso schnell wie er aufgekommen war. Nein, es tat nicht mehr weh. Henrik schwebte. Er war glücklich. Er sah sein Leben auf die bemooste Erde auslaufen. Aber es war nicht schlimm. Kein bisschen schlimm. Kein bisschen. Es war schon fast dunkel, als die Polizei seinen Körper fand. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gibt es eine geradezu exorbitant hohe Wahrscheinlichkeit, dass dir auch eines der beiden Horrorvideos zusagt, die jetzt auf deinem Screen aufploppen. Bevor du aber weiterziehst, liken nicht vergessen und kommentieren, falls du Lob, Kritik oder einen Creepypasta-Wunsch hast. Ich lese und beantworte jeden Kommentar.